So, weiter geht's. Weil wir können immer noch nicht speichern. Lass mal hier alles mal hier erledigt haben. Nee, warte mal. Hier geht's ja weiter. Auf dem Hügel, da ist irgendeine Art Bomb. Die Stürme setzen diesem Ort ganz schön zu. Genau wie allem anderen auf dem Planeten. Oh, jetzt hat's mich erwischt. Boah. Naja, hoffen wir mal, dass niemand zu Hause ist. Ich glaube nicht, dass das überhaupt ein Zuhause ist. Ja, hier lebt niemand. Welchem Zweck dient es dann? Es sieht nicht aus wie die anderen Strukturen. Das Design ist anders. Es muss doch einen Weg geben, das Licht einzuschalten. Das ist eine merkwürdige Alien-Maschine. Ach was. Es gibt nur einen Weg mehr herauszufinden. Sie wollen sie doch nicht etwa anschalten. Oh. Die merkwürdige Alien-Maschine ist also ein Generator. Ja, klar. Warum auch nicht? Vielleicht hat er irgendwas gemacht. Ist das eine Art Forschungslabor? Möglich. Und dann hat es einen Tornado erwischt. Merkwürdig. Hören Sie das? Durchgebrannt. Das... Ah! Vorsicht! Was denn? Angepisst? Ach Gott, Mann! Da! Also jetzt auch noch Killerroboter? Den Guest zu Hause wird es hier gefallen. Auf der anderen Seite der Tür ist jede Menge Energie. Sie ist vielleicht nicht umsonst geschlossen. Diese Typen haben hier rumgestochert, anstatt die Finger davon zu... Irgendwelche Theorien, Aufklärungsexperte? Es gibt auf diesem Planeten irgendeine Technologie. Sehr alt. Unterirdisch. Und diese Aliens sind daran interessiert. So wie Archäologen? Ja. Blutrünstige Archäologen. Das Wetter ist immer noch schlecht. Achtung! Sie haben auf uns gewartet! Oh, verdammt! Sie haben einen funktionierenden Blitzableiter! Verfolgen diese Dinger uns? Fühlt sich langsam so an! Hm. Unter. Noch hier jemand? Das dürfte die kaum interessieren. Na, dann gehen wir weiter. Lass doch mal los. Okay, das wäre geklärt. Ja, das wäre wirklich geklärt. Die Kavallerie war also noch rechtzeitig hier. Schön, Sie zu sehen. Gleichfalls, Harry. Wie geht es Ihnen? Alle noch in einem Stück. Sie sind gerade rechtzeitig gekommen. Wo ist mein Vater? Er wollte die Gegend auskundschaften, während wir das Shuttle reparieren. Ryder, beim Shuttle finden Sie Waffen und Munition. Decken Sie sich ein. Haben die Dinger überhaupt versucht, mit Ihnen zu reden? Fähigkeiten, Stufenoptik, ja. Kampffitness können wir erst später machen. 9 Punkte müssen wir nämlich investieren hier. Nicht wirklich. Das so.
Nein, dann machen wir es später. Oh verdammt! Feindliches Schiff im Anflug! In Deckung! Schnell! Nein, ich will's. Da kommen sie! Seh's doch, ich brauch's ja nicht fokussieren. Die haben echt Eier. Sie versuchen einen Abwurf. Ein Blitz hat ihr Shuttle erwischt! Gott, was zieht die Kanone? Hm. Okay. Na komm. Ist hier noch irgendwo einer? Na, er schießt es doch. Eingerichtet, bestätige Ryder. Der Pathfinder will mit Ihnen sprechen. Ein Glück, dass es dir gut geht. Wie ist die Lage? Liam und ich sind bei Korra. Wir haben Verletzte. Die gute Nachricht ist, unser Shuttle ist repariert. Wir können zurück zur Arche. Nicht bei diesem Sturm. Der Flug wäre zu riskant. Unsere Verletzten brauchen dringend Hilfe. Hast du einen Plan? Das Problem ist der Sturm. Also lösen wir das Problem. Wir reden hier über das Wetter. Ja, und ich habe eine Idee. Komm zu meinen Koordinaten, dann... Verdammt, Sie haben mich gesehen! Sir? Sir! Kommen Sie beide allein klar? Ich kann Sie stabilisieren. Kurzfristig. Gehen wir. Ja, genau. So, Korra, du hast keinen Helm auf. Sam, hast du die Fähigkeiten? Na, okay. So, wir machen schnell die Fähigkeiten, Korra. So. Liam, du hast auch 2 Punkte. Du machst den Chaosangriff noch. Und militärische Ausbildung. Ja. Yep. Und ab geht's. Wir müssen dort sein, bevor der Sturm losbricht. Keine Umwege. Was wollte sich mein Vater ansehen? Er hat versucht, mir über diesen Turm herauszufinden. Nun, laut Nachtpunkt ist er dort ganz in der Nähe. Seien Sie vorsichtig. Die Sturmfront wird bereits intensiver. Schön, dass du wieder da bist, Sam. Wie wär's beim nächsten Mal mit guten Nachrichten? Ja, diese Stangen. Sie ziehen die Blitze an. Wenn wir uns nah an dieser Wand halten, sind wir vielleicht vor ihnen sicher. Ja, die sind genau. Leicht. Und diese Kerle sind nicht durch Blitze gestorben. Wir sind nah dran. Dem Nachtpunkt zufolge ist mein Vater da oben. Sir. Kopf runter.
Besucher wie wir. Ich denke nicht, dass dies Ihr Heimatplanet ist. Ja, wir haben ein Labor gefunden. Sie haben diesen Ort erforscht. Gut, du hast tatsächlich... Das ist mein Job als Aufklärungsexpertin. Richtig. Und du schlägst dich gut. Feuertaufe bestanden. Sir, Sie sagten, Sie hätten eine Idee wegen des Wetters. Die Energiewolke, die die Hyperion gerammt hat, beeinflusst den ganzen Planeten. Und stört das dort. Der Turm hängt in einer Feedback-Schleife mit der Wolke. Gemeinsam stören sie das gesamte Klima mit ungelenkter Energie. Das passt zu einer Höhle, die wir entdeckt haben. Die Pflanzenwelt darin war vor dem Sturm geschützt. Klingt logisch. Und ich denke, wenn wir da reinkommen und den Turm abschalten können... Verschwinden die Blitze! Und wir kommen mit dem Shuttle hier weg, theoretisch. Wir müssen nur an denen vorbei. Es ist riskant, aber was bleibt uns übrig? Wir müssen da rein. Machen Sie sich keine Illusionen. Uns erwartet ein harter Kampf. Wenn die Riders bereit sind, bin ich's auch. Wir riskieren aber, dass der Konflikt mit diesen Typen noch weiter eskaliert. Es heißt wir oder die? Die natürlich. Leider sind wir in der Unterzahl. Da kann ich helfen. Wir ändern einfach die Zahlen. Er müsste auch mal treffen, ey. Da kommen sie! Jetzt haben wir ihre Aufmerksamkeit. Vorsicht vor dem Blitzen! Los in das Gebäude da! Hier draußen kommen wir nicht weiter! Das läuft ja echt beschissen! Los, los, los! Wir kommen aus allen Ecken gekrochen. Na dann los, weiter. Dann kommen wir mal auch aus allen Ecken. Sam, Bioverstärker Interface. Was für ein Ding? Ich bin hier. Bleiben Sie in Bewegung. Lassen Sie sich von ihnen nicht festnageln. Weiter so. Bereit! Wir gehen da rein! Na dann! Wie schafft Ihr Vater das alles? Er ist wie eine Maschine! Keine Ahnung, aber es funktioniert! Er ist auch ein N7, Junge! Okay, wir schaffen das! Es ist nicht mehr weit! Wo müssen wir hin? Sam, gib mir das Technikerprofil! Cora, was soll denn das? Na, er rennt schon weiter. Los, weiter. Das sieht nach dem Kontrollzentrum aus. Halten Sie mir den Rücken frei. Sie haben ihn gehört. Wir haben es geschafft. In einem Stück. Es ist noch nicht vorbei. Ich muss durch die Tür da drüben. Komm, steh schneller auf, Junge. Da kommen noch mehr! Wie
sieht der Plan jetzt aus? Die haben uns gleich umzingelt. Wir müssen beide Seiten verteidigen, sonst fallen sie uns in die Flanke. Wo sollen wir uns positionieren? Verstanden. So, du dahin. Heute machen wir es mal ganz anders. Alles klar. Und du dahin, Achtung, wunderbar. Ich sehe Bewegung. So, wir komm. Haben sie am Shuttle zurückgeschlagen. Das schaffen wir nochmal. Viele Menschen zählen nach wie vor auf uns. Ich werde gerade erst warm. Die meinen es ernst. Halten Sie sie von Ihrem Vater fern. Analysiere mögliche Eingaben. 25% entschlüsselt. Beeil dich. Die Zeit wird knapp. Mann hier. Syntax ist ungewöhnlich komplex. Das sehe ich selbst. Versuch's mit einer Rekursivsuche. Ich brauche einen Moment, um die Struktur auszuprobieren. Dann los! Uns läuft die Zeit davon! Ich glaube, den habe ich richtig verärgert. Könnte daran liegen, dass ich ihm ins Gesicht Kommen Sie voran, Sir? Die Entschlüsselung ist zu 75% abgeschlossen. Wir haben's fast geschafft! Für den nächsten Angriff. Bleiben Sie wachsam. Entschlüsselung abgeschlossen. Geschafft! Es ist ein Sicherheitsoverride. Ich versuche, die Tür von hier aus zu öffnen. Verdammt, sie klemmt. Ich muss mir das ansehen. Na, Kiste, Eno. Ryder, ich brauche hier deine Hilfe. Schon okay, gehen Sie! Wir halten hier die Augen offen! Bring mich wirklich ins Zeug! Ja. Denkst du wirklich, wir können das Ding abschalten? Weiß ich noch nicht! Sam hat einen Teil der Sprache entschlüsselt! Mal sehen, ob es für eine Unterhaltung reicht. Eine Unterhaltung mit wem? Eher mit was? Ich denke, es ist ein System. Na komm, diese Momente sind der Lohn für unsere Mühen. Sam, starte die Übersetzung. Moment. Indexiere. Übersetzung liegt vor. Dann wollen wir doch mal sehen. Unfassbar! Es funktioniert! Du hast es geschafft! Es ist ein Hoffnungsschimmer. Es ist mehr als das. Es beweist, dass wir nicht verrückt waren. Wir finden uns selbst in einer neuen Galaxie zurecht. Das haben wir teilweise Sam zu verdanken. Es war lediglich eine Frage der Linguistik, allerdings freut es mich. Wow, das hat sich nicht gesund angehört. Ah.
wiederhole, wir brauchen sofort eine Notexpedition. Ich glaube, das Shuttle wird geschafft. Die Ankunft in 3, vielleicht 4 Minuten. So lange haben wir nicht. Atme tief durch. Was hast du? Ich leite den Transfer ein. Das Implantat ist überlastet. Empfehle eine Direktverbindung. Tu es! Fertig! Willkommen. Was ist passiert? Sie waren 22 Sekunden lang klinisch tot. Das restliche Team überlebt. Hey, sie sind wieder da. Leute, kommt zum Sam-Kern. Ryder ist wach. Mit wem reden Sie? Mit Sam. Hab ihn nicht gehört. Hey, hierhin sehen. Und hierhin? Mein Vater. Wo? Es hieß ihr Leben oder seines. Er hat sie gewählt. Es tut mir so leid. Ich weiß, das ist ein Schock. Ich fasse es nicht, dass er tot ist. Alles war gut und dann ist er... Ich weiß, er konnte distanziert sein. Aber er ist so von uns gegangen, wie er es wollte. Unter Sternen, die niemand je zuvor gesehen hat. Warum sind wir im Sam-Kern? Sam ist jetzt ein Teil von ihnen. Auf eine Art, die wir nicht ganz verstehen. Es war eine enorme Belastung für ihr Gehirn. Sam? Ihr Vater ließ die Pathfinder-Befugnisse auf sie übertragen. Sollte nicht Cora? Theoretisch schon. Tatsächlich aber, sie sind der neue Pathfinder. Nicht ihr Ernst. Wieso nicht? Ich bin überzeugt, sie kriegen das hin. Mag sein, aber es ist gegen das Protokoll. Sind Sie damit wirklich einverstanden, Cora? Ich zweifle die Entscheidung Ihres Vaters nicht an. Diese Diskussion ist ohnehin müßig. Die Verbindung zu Sam ist tief in Ihrem Verstand verankert. Der Versuch, sie zu trennen, könnte sie töten. Ich weiß, es ist schwer, aber wir müssen darüber nachdenken, wie es weitergeht. Eine Menge Leute zählen auf uns. Driftet die Arche immer noch? Die Sache ist die, was auch immer Ihr Vater mit diesem Turm gemacht hat, war die Rettung. Er war eine Art Atmosphärenreiniger. Die Energiewolke hat sich gelichtet. Wir sind auf dem Weg und müssten die Nexus bald erreichen. Sie braucht noch Ruhe. Ihr bleiben 2 Stunden. Wir brauchen unseren Pathfinder. Ach ja, der Zustand Ihres Bruders ist unverändert. Aber er schafft das schon. Sie sind Kämpfer, wie Ihr Vater. Ihr Vater wird uns fehlen. Was ist das hier, Sam? Ein privater Kanal. Ich nutzte ihn mit Ihrem Vater.
Er hat mir nie etwas davon erzählt. So konnte ich ihn besser verstehen. Alec wollte nicht, dass wir unser Ziel aus den Augen verlieren. Er sagte, der Schmerz, den sein Tod verursachen würde, würde uns stärken. Ryder, schön, Sie wieder auf den Beinen zu sehen. Wir haben die Nexus erreicht. Sie dient der gesamten Andromeda-Initiative als Anlaufstelle. Die Archen der Asari, Salarianer und Turianer müssten ebenfalls dort sein. Hoffentlich hatten Sie mehr Glück. Starten unseren Landeanflug. Sie ist beinahe so groß wie die Citadel. Nexus-Kontrolle hier, Arche Hyperion. Wir bitten um Andock-Erlaubnis. Captain, ich bekomme nur Ihren automatischen Anflugkanal rein. Niemand antwortet. Wie auch immer, wir sind hier. Bringen Sie uns rein. Die Arbeiten sollten inzwischen abgeschlossen sein. Geht doch noch. Echt? Habitat 7 gescheitert, vielleicht Krieg mit den ersten Aliens, die wir treffen, und unser Pathfinder ist tot. Alle Anzeigen grün. Andockung eingeleitet. Das war's. Wir sind da. Viel Glück, Pathfinder. Ihr könnt immer noch nicht speichern. Na, leck mich doch an der Bubbel langsam, ey. Der Captain hat mich gerade Pathfinder genannt. Ich freue mich darauf, diesmal ein paar freundliche Gesichter zu sehen. Die Nexus hat eine Rumpfbesatzung. Gerade stark genug, um den Bau der Station abzuschließen und den Archen eine sichere Anlaufstelle zu bieten. Das heißt, wir können anfangen, unsere Leute aufzuwecken. Sie haben doch hoffentlich auch eine Bar gebaut, oder? Wir brauchen schließlich Champagner für die Begrüßungsparty. Sie rechnen mit einer Party? Na
Naja, nach allem, was wir durchgemacht haben, könnte ich definitiv was zu trinken gebrauchen. Das gilt wohl für uns alle. Ja, es war eine harte Tour bisher. Wir rappeln uns wieder auf. Wir brauchen einfach nur was Vernünftiges zu essen und eine Dusche. Ich sehe hier nirgends Champagner. Wo sind die ganzen Leute? Oh. Irgendwas stimmt hier ganz und gar nicht. Alles. Hallo. Wir sind von der Arche Hyperion und fragen uns, wo alle hin sind. Hat er sie gehört? Sagten Sie von einer Arche? Ja, wir sind gerade angekommen. Aber wir dachten, sie wären alle tot. Was? Oder gefangen. Oder im Orkusnebel verschollen, oder... Aber sie sind hier. Sie können sich nicht vorstellen, wie viel uns das bedeutet. Ich fasse es nicht. Tyrann Kandros, ich befehlige unsere Miliz auf der Nexus. Ich bin Ryder, das sind Cora Harper und Liam Costa. Sie sind Teil des Pathfinder-Teams. Entschuldigen Sie bitte. Unsere Sensoren haben eine Arche gemeldet, aber Helios stört ständig die Gerätschaften. Wir dachten an eine weitere Fehlfunktion. Haben Sie uns denn nicht erwartet? Ihre Arche ist die erste hier. Wir haben ein Jahr lang auf die anderen gewartet und dann diesen Bereich geschlossen und die Suche eingestellt. Sie sitzen schon ein ganzes Jahr fest? Länger. Ich erzähl's Ihnen auf dem Weg zur Zentrale. Alles, was an unserem Plan schiefgehen konnte, ist auch schiefgegangen. Ach, geh aus dem Weg. Wir sind vor 14 Monaten hier angekommen und direkt auf eine Wolke dunkler Energie gestoßen, die uns vom Kurs abbrachte. Ja, die kennen wir. Dann werden Sie auch verstehen, warum wir sie die Geißel nennen. Wir haben mehrere Bereiche der Station verloren. Es gab zahllose Tote. Wir hatten keinen Strom, keine Lebensmittel. Monatelang herrschte nichts als Chaos. Letzten Endes kam es zu einem bewaffneten Aufstand. Als die Ordnung wiederhergestellt war, wurden die Rebellen verbannt. Wir nennen sie Exilanten. Ist jetzt wieder alles unter Kontrolle? Wir sind da. Gehen Sie schon mal vor. Ich überprüfe die Sicherheitslage. Sie sollten wissen, dass einige unserer Anführer gestorben sind. Wir versuchen, sie so gut es geht zu ersetzen. Ist das wahr? Es hieß, wir sollten uns sofort zum Dienst melden. Und niemand hat überhaupt noch mit einer Arche gerechnet. Sämtliche Andockprozesse sind im grünen Bereich. Bereithalten für Einspeisung der Hyperion-Energie. Die Crew der Hyperion. Viel Glück. Ich bin Jaren Tan, Direktor der Initiative. Sie können sich nicht vorstellen, wie froh wir über Ihre Ankunft sind. Wir wissen, was passiert ist und sind bereit zu helfen. Wir können jegliche Vorräte brauchen. Essen, Wasser, uns mangelt es an allem. Das ist Foster Edison, sie leitet die Kolonialverwaltung. Wo ist Ihr Pathfinder? Steht vor Ihnen. Sie sind nicht Alec Ryder. Mein Vater ist tot. Ich bin seine Nachfolgerin. Alec ist tot? Sie müssen verstehen, die gesamte Initiative droht zu scheitern. Keine der goldenen Welten ist bewohnbar. Und wir haben nichts von den anderen Archen gehört. Was ist mit ihnen? Wissen wir nicht und unsere Vorräte sind fast erschöpft. Wir haben sie schon rationiert, aber lange halten wir nicht mehr durch. Wir müssen neue Ressourcen finden. Aber dafür brauchen wir Leute. Und wir können sie erst wecken, wenn sie einen Ort zum Leben haben. Eine goldene Welt. Wir brauchen mehr denn je einen Pathfinder. Und jetzt sind Sie es, Ryder. Sind Sie dem gewachsen? Ich bin bereit zu tun, was getan werden muss. Ich kriege das hin. Jugendlicher Enthusiasmus allein wird in Andromeda nicht ausreichen. So behandelt man doch keinen Gast. Ich bin Nag Morkesh, die Leiterin dieser Station. Ich hoffe, Sie haben sie nicht bereits verschreckt. Es ist nichts Persönliches, aber wir können uns keine Fehler leisten. Der Pathfinder scheint zumindest bereit, es zu versuchen. Eine neue Sichtweise wird uns guttun. Nun, Sie haben meine Bedenken gehört.
Wir stehen alle unter Druck. Wir sollten uns in meinem Büro unterhalten, Ryder. Besorgen wir Ihnen ein Aufklärungsschiff. Die Einzelheiten kann ich gerne mit Ihrer Kollegin besprechen. Willkommen auf der Nexus. Unfassbar, wie sehr alles schiefgelaufen ist. Ja, es ist schlimm. Aber noch ist es nicht vorbei. Ma'am, der Kern der Hyperion ist jetzt online. Ich möchte Ihnen was zeigen. Noch vor einer Stunde war hier alles dunkel. Doch dank der Energie aus Ihrem Schiff bleibt das Licht jetzt an. Meine Stimme haben Sie. Und wenn die Energie verbraucht ist? Reden Sie mit Direktor Tan. Sorgen Sie dafür, dass das nicht geschieht. Und schauen Sie mal bei mir vorbei, wenn Sie Zeit haben. Ich kann speichern, wunderbar, dann speichern wir mal einen neuen Spielstand. Boah. So, das war's für diesen Part. Endlich, haut rein und tschüss.